Danke fürs Heimbringen, Herr Meier. Bis morgen. Ich warte, bis Sie im Haus sind. Sicher ist sicher. Herr Meier, das sind 3 Meter. Ich bin Polizistin. Also bitte fahren Sie nach Hause. Ihre Trude macht sich sonst Sorgen. Na gut. Bis morgen. Bis morgen. Wo geht's jetzt hier zu meinem Schatz? Sind Sie nicht die Stripperin, die Sie zusammen mit Herrn Möller gesehen haben, genau. Jenny Marquardt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin am Ende, Schwester. Sie sind meine einzige Hoffnung. Ja? Vielleicht erinnern Sie sich, in der Nacht, als Sie in der Bar waren, da hat der Möller Ihnen doch gesagt, dass er nur geschäftlich da wäre und dass er mich gerne als Kundenbetreuerin einstellen würde. Ja, aber das hat er doch nur gesagt, weil es ihm peinlich war, dass ich Sie zusammen gesehen habe. Ja, das ist mir jetzt auch klar. Aber damals, ich meine, bevor Sie aufgetaucht sind, da hat er mir alles Mögliche vorgejammert. Dass er sich so allein fühle seit seiner Scheidung und dass alle Frauen nur hinter seinem Geld her seien und was weiß ich noch alles. Um es kurz zu machen, ich bin auf ihn reingefallen. Verstehe. Das wäre die Chance gewesen, dieses Leben endlich wieder loszuwerden. Also nicht, dass Sie denken, mir macht das Spaß. Aber damals... Ich meine, als mein Vater starb und meine Mutter und ich von heute auf morgen plötzlich vor dem Nichts standen, da dachte ich, in ein paar Monaten habe ich genug Geld zusammen, um wenigstens die Schulden abzubezahlen. Aber dann... Das ist wie ein Fluch. Und als Möller mir dann das Angebot machte, ich meine, als Bürgermeister, da hätte er mich doch leichter rausholen können. Aber als ich dann bei ihm aufgekreuzt bin, wollte er nichts mehr davon wissen. Und hat mir großzügig angeboten, mich auszuhalten. Monatlicher Scheck, Apartment und so weiter. Ich habe ihm natürlich meine Meinung gesagt. Ich bin keine Hure. Aber letzte Woche ist er dann wieder in der Bar aufgetaucht. Und als er mich dumm angemacht hat, sind mir die Nerven durchgegangen und ich habe ihm sein Champagner ins Gesicht geschüttet. Oh. Na prima. Von wegen. Kottke, ich meine, der Manager, der wollte mich verdreschen und ich bin abgehauen und...
Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, Schwester. Ich... Wissen Sie was? Sie bleiben jetzt einfach ein paar Tage bei uns. Hier sind Sie sicher. Und Sie können von allem in Ruhe Abstand finden. Mir reicht's. Ich hab einen Spezi. Den Huber Hermann. Der findet mich. Ob ich will oder nicht. Sag's nichts mehr. Wer auch immer diese Frau ist, sie wird schon ihre Gründe haben, warum sie da ist. Gina, mein Hund kriegt nichts vom Tisch. Ja, aber wenn mich unser Hund so traurig anguckt... Und dann mit derselben Hand einfach weiteressen mit all den Bazillen und Bakterien. Wenn das mein Hund wäre, bekäme er Mohrrüben und Haferflocken. Das ist gesund für die Augen und sein Fell. Ist aber nicht dein Hund. Und unser Hund ist ein Hund und kein Huhn. Ihr Lieben, darf ich vorstellen, das ist Jenny Marquardt. Sie wird ein paar Tage bei uns bleiben. Hallo. Willkommen. Das ist unsere Schwester Agnes. Sie kümmert sich um unser leibliches Wohl und arbeitet auch noch im Klosterladen der Stadt. Das ist Schwester Felicitas. Sie leitet unsere Beratungsstelle für hilfsbedürftige Kranke. Und das ist Gina, unsere Gemeindeschwester. Hallo. Aberkennung der Bürgerrechte der Stadtrat für Wolfert Hieronymus Wöller, gegeben am 22. Juni 1735 nach der Geburt unseres Herrn. 10 Tage Prangerstrafe auf dem Marktplatz. Na bravo, bucklige Verwandtschaft. Steigt man im Klosterkeller ein, dann kommt der Arthas wieder raus.
doch mal einer ran! Oh, das glaub ich nicht! Klosterkaltental, Schwester Hanna? Hildegard, ich kann jetzt überhaupt nicht mit dir sprechen. Ich muss doch in die Schule und den Herrn Pfarrer im Religionsunterricht vertreten. Nur ganz kurz. Stell dich schon mal seelisch darauf ein, dass die Mutter nach der Kindesentführung jetzt auch noch euren Hund kidnappen will. Was? Ja, und was die Pläne mit dem Kloster angeht, die liegen auch erstmal wie alles andere auf Eis. Die Mutter spielt Mutter. Da kann man nur von Glück sagen, dass Barbara nicht Zwillinge oder gar Drillinge hatte. Kannst du ihr das nicht ausreden? Das kann sie Felicitas doch nicht antun. Der Hund ist doch ihr ein und alles. Ich kann's höchstens mal versuchen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Hallo, hört mich jemand? So typisch labern. Rathaus Kaltental, la? Bahn? Heiliger Strohsack, der Herr Bürgermeister. Aus der Frühschicht. Oh. Vielen Dank, Herr Nagel. Oh mein Rufen Gott. Rufen Sie mir ein Taxi, bringen Sie mir meinen Kaffee und dann bräuchte ich zwei, das heißt drei Kopfschmerztabletten. Was ist da passiert? Sie sehen ja aus wie ein Kumpel aus dem Ruhrpott. Und wieso Taxi? Was ist mit Ihrem Wagen? Das erkläre ich Ihnen alles mal ganz haarklein am offenen Kamin. Aber jetzt erstmal meinen Kaffee, bitte. Ja. So. Ja, jetzt! Ja! Und na? Ja! Tor! Noch ein Tor! Bravo, Lisa! Du könntest die Tochter von Pelé oder von Maradona sein. Und sie die Tante von Oliver Kahn. Schau mal! Da kommt der Onkel Gottlieb. Da kann er uns gleich in den Zoo chauffieren. Hm? Da auch Hunde? Zoo? Moment, Moment. Nein. Aber Affen und Löwen und Elefanten und... Oh ja, bitte, Onkel Gottlieb. Also ehrlich, Frau Reuter, Sie sagen alle Termine ab, lassen sich am Telefon verleugnen mit den fadenscheinigsten Ausreden und ich kann nur hoffen, dass Sie mit meiner Rede für die Bischofskonferenz fertig sind, sonst kann ich zu Hause bleiben und meine jährliche Grippe nehmen. Bevor wir das Gorilla-Baby besuchen, musst du aber noch brav dein Müsli aufessen. Frau Reuter, hallo. Onkel Gottlieb hat Sie etwas gefragt. Ja, ich bin ja nicht schwerhörig. Was gibt's denn? Die Rede über die Integrationsprobleme und die sozialen Umschichtungen unserer modernen Zeit und ihren Einfluss auf den Mitgliederschwund in der Kirche. Das war doch Ihre grandiose Idee und Sie wollten mir das ausformulieren. Tut mir leid, das habe ich völlig vergessen. So, und noch ein Löffel noch für den Onkel Gottlieb. Aber nur einen. Dann eben nicht. Also, jetzt laufen Sie doch nicht gleich weg. Was soll ich hier noch? Sie sind ja offenbar nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Schauen Sie mal, dort hinten im Schrank, das zweite Buch von links. Dort habe ich das Thema im ersten Kapitel ausführlichst erörtert. Da aber kein Mensch, schon gar nicht Sie oder Ihre Bischofskollegen, das Buch je gelesen haben, können Sie das eins zu eins übernehmen. Ab Seite 84. Ich schenke Ihnen das Buch. Und wenn Sie wollen, schreibe ich eine Widmung rein. Für Onkel Gottlieb von seiner Elisabeth? Nein, danke. Na schön, fahren wir. Ein Gorilla-Baby ist ja offenbar das Wichtigste, das es auf der Welt gibt. Gott sei Dank.
Dank. Was ist denn hier schon wieder los? Setzen! Aber etwas plötzlich, ja? Natürlich, der Herr Lohmeier mal wieder. Gib her, das kannst du dir nach dem Unterricht im Sekretariat abholen. Also ehrlich, Frau Kampel, was soll ich bloß mit Ihnen machen? Das ist doch untragbar, dieses Chaos! Herr Direktor! Was? Ja wie, wo wollen Sie hin? Sie können doch jetzt nicht einfach weglaufen. Das wird disziplinarische Konsequenzen haben. Frau Kampel! Dann haben wir jetzt Freistunde, oder? Von wegen! Räumt eure Erdkundesachen weg. Na los, los, los. Wir schreiben jetzt eine Extemporale. Nein. Frau Kampe! Frau Kampe! Ich will Ihnen doch nur helfen. Mir kann keiner helfen. Aber... Sonst geht's dir gut. Du hast heute Nacht den Schatz ausgegraben. Und lüg jetzt nicht. Ich war im Rathaus und die Frau Labern hat mir gesagt, dass du heute... Ich war im Kloster. Nur, Schatz ist nicht. Ja, aber du hast doch gesagt, dass wir beide die Sache zusammen durchziehen. Du kannst deinem Schöpfer auf Knien danken, dass du nicht mitgekommen bist. Das ist der Vorhof zur Hölle da unten. Wieso? Das erzähle ich dir alles, wenn du mich zu meinem Auto fährst. Soll das heißen, da gibt's gar keinen Schatz? Oh doch. Nur nicht da, wo ich gesucht habe. Ach, lass nur, das mache ich schon. Wenn ich schon mal hier bin. Ich komme mir sonst so nutzlos vor. Gut, dann kannst du die Form ausstechen und ich mache die Füllung. Und später kannst du mir im Klosterladen helfen, wenn du willst. Gern. Sag mal, was hast du sonst so gemacht? Ach, mal dies, mal das. Und... wie lange möchtest du jetzt bei uns bleiben? Ich weiß nicht. Am liebsten für immer. Was? Wieso denn das? Ich muss einfach mal wieder Boden unter die Füße kriegen. Seit ich kurz vor dem Abi die Schule geschmissen habe, ist mein Leben eine einzige Pleite. Ja, aber das Abitur kannst du doch ganz einfach nachholen. Ja. Ja, aber wie und wann? Ja, wenn du wirklich willst, findest du schon einen Weg. Das sagst du so leicht. Ja, Erdkunde und Geschichte. Ich brauche dringend eine Vertretung. Aber schick mir nicht wieder so eine hilflose Nullnummer wie die Frau Kampe, ja? Finden Sie das richtig, die Frau Kampe einfach abzulösen? Die Frau hätte heiraten und zu Hause bleiben sollen. Als Pädagogin ist sie jedenfalls eine Katastrophe. Ja, das liegt wohl auch an den Rowdies in dieser Klasse. Man kann sich seine Schüler nicht aussuchen. Beim Fußball wird auch der Trainer ausgetauscht und nicht die Mannschaft. Aber zur Rechenschaft muss man die Jungs doch ziehen. Ich meine, was die mit der Frau Kampe angestellt haben, das grenzt ja an Terror. Sicher. Und es wird immer schlimmer, von Jahr zu Jahr. Die drei schießen den Vogel ab. Sie können sich nicht vorstellen, was die bei dem letzten Schulfest abgezogen haben. Die drei? Ja. Der Schöps, der Staudinger und der Lohmeier. Der Vater vom Lohmeier hat Geld wie Heu und lässt seinem verzogenen Sprössling alles durchgehen. Ich höre immer Lohmeier. Ja, ist ein hohes Tier und praktisch Chef von unserem Bürgermeister. Ein Politiker? Nein, Vertriebschef einer Autofirma. Aber das löst unser Problem nicht, Schwester. Ich brauche eine kompetente Lehrerin. Der Frau Kampe ist nicht zu helfen. Haben Sie es denn je versucht? Guten Tag, Frau Kampe. Ja, und? Dankeschön.
Hallo, Frau Kampe. Schwester? Mhm. Schickt Sie Herr Strasser? Direktor? Nein. Aber Sie müssen etwas unternehmen, Frau Kampe, sonst sind Sie Ihren Job in der Schule los. Ich würde Ihnen auch dabei helfen. Wenn Sie wollen, können wir gemeinsam zu den Eltern der drei Jungs gehen. Schwester, meinen Sie, ich hätte das nicht versucht? Beim letzten Elternabend ist keiner von Ihnen erschienen. Außer die Mutter von Andreas, aber die ist alleinerziehend und der Junge ist ihr längst über den Kopf gewachsen. Also bitte, Direktor Strasser hat recht, ich tauge nicht für diesen Beruf. Sowas dürfen Sie nicht mal denken. So wie Ihnen geht es vielen Lehrern. Dagegen muss man sich doch wehren. Ich kann nicht mehr, Schwester. Ich will auch nicht mehr. Entschuldigen Sie mich bitte. Frau Kampe! Da sind Sie ja, Herr Müller. Ich wollte mich eigentlich nur von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Für immer. Wie? Für immer? Sind Sie strafversetzt worden? Zur Schlittenhundebrigade nach Sibirien, oder was? Nein. Die Versetzung erfolgt auf eigenen Wunsch. Also, leben Sie wohl. Herr Meier, das machen Sie doch keinen Unsinn. Leben Sie wohl, Herr Wöller. Ob Sie es glauben oder nicht, Sie werden mir fehlen. Einen so dankbaren Strafzettellieferanten wie Sie, den finde ich nie wieder. Ja, wieso? Wieso gehen Sie dann? Das hat private Gründe. Also. Ja. Ja, wie heißt das so schön? Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Fürchte, sie wird mir auffehlen. Sagen Sie mir, Frau Lavan, hat der Wachtmeister Meier eigentlich Ihnen erzählt, warum er sich versetzen lassen will? Ja, aber ich habe schwören müssen, es für mich zu behalten. Ja, dann sagen Sie schon. Also ehrlich, Herr Wöller, das ist wirklich privat. Na, Frau Lavan, ich will mich nicht an einen neuen Meier gewöhnen müssen. Also, warum? Na gut, aber Sie müssen mir versprechen, keinem was zu sagen. Selbstverständlich. Herr Meier ist bis über beide Ohren in seine neue Kollegin verschossen. Nein. Aber Meier ist verheiratet. Ja und? Wenn ich für jedes Mal, wenn ein verheirateter Mann fremdgeht, einen Euro kassieren würde, inklusive meinem, dann wäre ich der reichste Mann der Welt. Frau Lava, verbinden Sie mich mit dem Chef von Meier. Wie heißt dieser Dünnbrettbauer? Das werde ich nicht und Sie werden das auch bleiben lassen. Ja, wollen Sie tatenlos zusehen, wie unser Meierlein da in sein Verderbnis rennt? Wo will er denn eigentlich hin? Nach Auingen. Auingen? Also diese 15 Kilometer tun's weiß Gott nicht. Ich meine, da riecht er doch immer noch das Parfum von seiner Angebeteten, wenn er sich aus dem Fenster lehnt. Hallo, Frau Laban. Schwester. Ist er da? Stör ich? Schwester, Sie können mir helfen. Stellen Sie sich vor, unser Wachtmeister Meier will sich versetzen lassen. Und das müssen Sie verhindern. Was? Ja, nur weil eine junge Kollegin ihm schöne Augen macht. Also, Herr Wöller, Sie haben hoch und heilig versprochen, niemandem was zu sagen. Papalapap. Der Herr Meier? Ja. Also, was ist? Ich würde lieber mit Ihnen über Herrn Lohmeier sprechen. Lohmeier? Dem Distriktleiter von Süddeutschland? Mhm, genau der. Ja, was haben Sie mit dem am Hut? Und mit dem gar nichts, aber mit seinem missratenen Sprössling und seinen Freunden. Aha. Wieso? Hat der Ihnen Geld aus dem Klingelbeutel geklaut? Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Er terrorisiert seine Erdkundelehrerin. Der hat es sogar geschafft, dass Rektor Strasser ihr den Unterricht entziehen will. Oh, das sind dumme Jungenstreiche. Ich meine, Sie waren doch auch mal jung. Wenn Sie wüssten, was wir damals alles mit unseren Lehrern gemacht haben. Ja, ich meine, damals hat es ein paar Watschen gegeben, da war der Fall erledigt. Ja, damals. Ja? Aber mit diesen 14-jährigen, pubertierenden Raudis wird die Frau Kampe einfach nicht fertig. Rein körperlich, meine ich. Bitte, Herr Wöller, Sie müssen mir helfen, die Eltern der drei Rabauken zu einem Gespräch zusammenzubringen. Ich, den Lohmeier? Ja. Wegen seinem Lümmel? Ja. Bin doch nicht lebensmüde. Danke für Ihre Hilfe. Ja, das müssen Sie verstehen, Schwester. Wenn ich dem Mann dumm komme, dann rutsche ich, was die Lieferzeiten für Neuwagen anbelangt, auf den allerletzten Platz in Bayern.
Ich bin sicher, der Mann hat keine Ahnung, was sein Sohn da treibt und ist Ihnen vielleicht sogar dankbar. Na ja, also gut, ich meine, kannst du ja mal versuchen. Aber dann, ja, dann rufen Sie Herrn Meier zur Ordnung mit seiner Liebesgeschichte. Abgemacht. Wenn Sie die Eltern der beiden anderen Jungs noch dazu bestellen. Ja, wen denn noch alles? Das ist ein Herr Staudinger. Unser Herr Staudinger? Ja, ja, der soll bei Ihnen im Rathaus arbeiten. Und eine Frau Hilde Schöps. Ja, die kenne ich auch. Wen kennen Sie eigentlich nicht? Also, heute Abend bei uns im Kloster. Also bei aller Liebe, Schwester, ja? Dann soll dieser Meier lieber in seinem Auing versauern. Herr Wöller, die Lehrerin ist verzweifelt und sie verliert ihren Job. Und das alles nur wegen ein paar dummen Jungs? Hm? Ich kann ihrem sozialen Charme einfach nicht widerstehen. Aber dann auf neutralem Boden. Und wo soll das sein? Im Ochsen. Klar. Frau Laban? Wen zuerst? Wie? Den Lohmeier? Ja, 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 ja. Den Lohmeier. Zufrieden? Mhm. Frau Doktor? Leider bringt mir das heute hier alles nichts. Ich bin einfach zu. Frau Kampe, immer wenn wir bei Ihnen an die wunden Stellen kommen, weichen Sie aus. So kommen wir nicht weiter. Bitte. Ich bin ein Versager, Frau Doktor. Die Kinder spüren das. Und nutzen es aus. Kinder sind grausam. Und Erwachsene auch. Aber man muss das nicht an sich heranlassen. Und man muss zu sich stehen. Sie sind eine gute Lehrerin. Und in anderen Klassen haben Sie das auch bewiesen. Ja. Mit den Kleinen, da komme ich ja auch klar, aber diese 13- bis 14-Jährigen, ich habe einfach Angst vor denen. Und heute... Ja? Was war heute? Frau Kampe, dazu bin ich doch da. Oder vertrauen Sie mir nicht? Doch, aber... Wie lange bin ich jetzt schon bei Ihnen, Frau Doktor? Und immer wieder erzähle ich die gleichen trostlosen Geschichten. Wissen Sie was? Ich kann mich selber nicht mehr hören. Ja, Sie drehen sich im Kreis, weil Sie sich nicht an die Wurzel Ihrer Angst trauen. Kommen Sie, legen Sie sich wieder hin. Bitte nicht, Frau Doktor, ich will nach Hause. Aber wenn Sie mir noch ein Rezept ausstellen würden, ich fürchte, heute Abend brauche ich was, sonst tue ich die ganze Nacht kein Auge zu. Tut mir leid. Von mir bekommen Sie momentan keines mehr. Dr. Mertens weiß Bescheid. Rufen Sie bei ihm an und lassen sich einen Termin geben. Mache ich, danke, Schwester. Ach du Schande. Eine Überraschung. Kommst du wieder zu uns? Nein! Guck mal, mein neues Kleid. Und den zummern wir auch bei den Affen. Herr Hund! Herr Hund! Wo bist du, Herr Hund? Aber beeilen Sie sich, ja? Wegen Ihnen habe ich einen ganzen Tag verloren. Und außerdem muss ich mich noch auf meine Rede vorbereiten. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen. Ist Schwester Hannah im Haus? Leider nein. Na, ist nicht weiter tragisch. Wir sind nur gekommen, den Hund zu holen. Sie wollen den Hund? Ja. Das geht nicht. Bitte. Wir haben uns so an ihn gewöhnt. Und ich brauche ihn für meinen Blutdruck. Das verstehe ich, aber die Kleine braucht ihn auch, aus psychologischen Gründen. Nach allem, was sie durchgemacht hat. Das müssen Sie verstehen, Felicitas. Nein. Das verstehe ich nicht. Sie nehmen uns alles weg. Erst das Kind und jetzt auch noch den Hund. Schwester Felicitas, jetzt reißen Sie sich zusammen, ja? Und der Hund. Autofahren mit Onkel Gottlieb. Das ist er, der Onkel Gottlieb. Guten Tag, Herr Hund. Ja, ja, der gute Hund. Heute Abend gehen wir Gassi mit ihm im englischen Garten. Und jetzt komm, verabschiede dich von Schwester Felicitas.
Na gut, dann eben nicht. So, alles einsteigen. Komm her, Hund. Alles nimmt sie uns immer weg. Das Kloster wird sie uns auch noch wegnehmen. Aber dann will ich nicht mehr leben. Ehrlich, Frau Beilharz. Elke. Elke, warum sagen Sie Herrn Meier nicht einfach, dass Sie einen Freund haben oder einen Verlobten? Dann überlegt es sich vielleicht anders. Aber ich habe keinen Freund. Nein? Nein, ich habe mich ja nicht ohne Grund nach Kaltenthal versetzen lassen. Ich habe genug mitgemacht mit meinen Kollegen in München und ihren anzüglichen Bemerkungen. Wie? Ich habe eine Freundin. Wir leben seit über 8 Jahren zusammen. Heimlich, versteht sich. Na, das ändert natürlich einiges. Das ist mal wieder typisch, Herr Meier, der arme Kerl. Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe Bürgermeister Wöller versprochen, dass ich Herrn Meier davon abhalte, aus Kaltenthal wegzugehen. Und Sie kommen doch auch mit ihm gut klar, oder? Ja, an sich schon. Und er ist ja auch nicht der Erste, der sich in mir irrt. Können Sie ihm das nicht irgendwie schon beibringen? Ich glaube nicht, dass er das an die große Glocke hängen wird. Na gut, vielleicht haben Sie recht. Ich hoffe nur, er wird nichts weiter sagen. Ich bin sicher, Sie kriegen das hin. Na dann, viel Glück. Danke. Ich bin Gott froh, wenn dieses Drama endlich ein Ende hat. Ja. Kann ich Sie irgendwo absetzen? Danke, ich bin mit dem Fahrrad da. Wiedersehen. Frau Campe? Ja? Wieso gehen Sie nicht ans Telefon? Ich versuche seit Stunden, Sie zu erreichen. Wöller ist mein Name, Bürgermeister Wöller. Weiß ich. Darf ich reinkommen? Was wollen Sie? Schwester Hanna ist mit ihrem Problem bei mir vorstellig geworden. Und ich habe es erreicht, die Eltern von den Jungs heute Abend um 17 Uhr im Ochsen zusammenzutrommeln zu einem klärenden Gespräch. Und da möchte ich auch, dass Sie und Rektor Strasser erscheinen. Weil der Vater von einem der Jungs, das ist der Direktor Lohmeier, und ich möchte nicht, dass der alles in falschen Hals kriegt, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein, und es interessiert mich auch nicht. Bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Aber Moment, Frau Campe. Ich breche mir hier einen ab für Sie, obwohl ich es, unter uns gesagt, nicht besonders professionell finde, wie Sie Ihren Beruf ausüben. Weil mit solchen Bengeln, ja, da muss man Tacheles reden, Strafarbeiten nachsitzen und nicht gleich die Nerven verlieren. Richtig. Ja, Sie lachen. Ich bin auch mal zur Schule gegangen. Also, heute um 17 Uhr im Ochsen und seien Sie pünktlich, weil der eine ist Herr Lohmeier, der hat nicht so viel Zeit. Mein Gott. Ja? Ah, Schwester Hanna, endlich ein normaler Mensch. Wo waren Sie? Auf dem Polizeirevier. Die Sache mit Meier ist so gut wie vom Tisch. Und Sie? Alles klar, also heute schon um 17 Uhr im Ochsen. Schon? Ja, weil der Direktor Lohmeier kann nicht anders. Und ich habe den Schuldirektor und die Frau Campe dazu gebeten. Die Frau Campe? Ja klar, ich meine, wenn schon, denn schon. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn hat mit ihr. Ich war gerade bei ihr. Ich meine, die Frau ist ja ein Fall für einen Psychiater. Ja, sind Sie noch zu retten? Was haben Sie ihr denn um Himmels Willen gesagt? Ja, ich sage Ihnen, ich habe Sie eingeladen. Ich meine, schließlich hat sie das Ganze doch angezettelt. Und nachdem sie telefonisch nicht zu erreichen war, bin ich zu ihr nach Hause gefahren. Oh, Herr Wöller! Mann! Also ich verstehe das nicht. Ich habe der Frau Campe nahegelegt, persönlich zu erscheinen, auch der Schwester Hanna, ne? Das Ganze ist sowieso ein Blödsinn. Also, 10 Minuten warte ich noch. Dann tut es mir leid. Ich muss weg, ich habe noch einen wichtigen Termin. Ja, ich weiß. Ich meine, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Jetzt wegen der neuen Modelle und so, ne? Ich hätte überhaupt nicht kommen sollen. Entschuldigung, Herr Direktor. Ich meine, bei allem Respekt, ich meine, das ist Ihr Sohn, der diesen Mist gebaut hat, also nicht der meine, ne? Also, Herr Wöller, ich muss mich schon sehr wundern über so eine Bemerkung, ja? Ja, wieso, Herr Direktor? Ich meine, das muss doch auch einmal gesagt werden dürfen, ja? Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier, ich nicht. Also, Vorsicht, Herr Wöller, Vorsicht. Frau Campe! Frau Doktor, was ist passiert? Ich mache mir die größten Vorwürfe. Ich hätte es ahnen müssen. Wird sie es schaffen? Ich hoffe, dass ich rechtzeitig gekommen bin. Glück, dass die Nachbarin einen Wohnungsschlüssel hatte. Tabletten? Ja. Sie wollte ein Rezept von mir, aber ich habe keines gegeben.
keine Ahnung, woher sie die Medikamente hatte. Wenn heutzutage die Lehrkräfte ihren Anforderungen nicht mehr gewachsen sind, heißt das noch lange nicht, dass die Schüler daran schuld haben. Na, Sie machen sich's leicht. Also bitte. Das bringt doch nichts. Ah, Schwester Hanna, ja, wo ist die Frau Kampe? Auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Was? Das gibt's doch nicht. Wie bitte? Doch, das gibt es. Wenn ein Mensch täglich terrorisiert wird, dann kann er so verzweifeln, dass er einfach nicht mehr weiter weiß. Vor allem, wenn alle Verantwortlichen tatenlos zusehen, alle miteinander. Das ist doch Unsinn. Entschuldigung, eine Lehrerin wird in den Selbstmord getrieben. Ja, das können Sie doch nicht so runterdrehen. Warum hat sie sich nicht gewehrt? Weil sie einfach nicht in der Lage dazu ist. Also, da hört jeder Spaß auf. Das sind keine dummen Jungstreiche mehr. Wehret den Anfängen, Sie müssen was unternehmen. Sehr richtig. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir den Jungs einen Denkzettel verpassen können, den die so schnell nicht vergessen werden. Ihr Einverständnis natürlich vorausgesetzt. Wer von euch ist Benno Staudinger? Ich, warum? Andreas Schöps? Ja. Dann bist du der Junior von Herrn Lohmeier? Ja. Was wollen Sie? Ihr seid vorläufig festgenommen. Was? Wieso denn? Wegen was denn? Das werdet ihr unterwegs erfahren. Also, los jetzt, Abmarsch. Sag nichts ohne meinen Anwalt. Das ist auch besser für dich. Brauchst du Starthilfe? Und? Was ist mit ihr? Ich weiß es nicht. Ach, Schwester, da bemüht man sich jahrelang um einen Menschen und dann darf man trotzdem nie aufgeben. Und? Sie ist über den Berg. Glück gehabt. Gott sei Dank. Wie soll es jetzt mit ihr weitergehen? Wir müssen ihr helfen. Welke? Wenn ich nicht welke? Ich krieg die Krise! Liebe. Der liebe Diebe bekommen Hiebe. Wenn ich bliebe... Herr Meier? Ja! Alles in Ordnung? Nein, eben nicht. Ich kann mir keinen Reim auf Liebe machen. Außer Diebe, Hiebe, Triebe. Ach, passt nicht. Herr Meier, was ist mit unseren Rabauken? Sitzen im Arrest fest und bekommen die Pest. Kann ich sie sehen? Jetzt noch nicht. Erst kommt mein Gedicht. Das reimt sich nämlich nicht. Ist das für die Frau Heilbart? Beilharz, ja. Zum Abschied. Das ist das Ende vom Lied. Das können Sie vergessen. Und versetzen lassen müssen Sie sich auch nicht. Warum? Das soll sie Ihnen lieber selber sagen. Oh, bitte, jetzt reden Sie doch. Nein, und jetzt kann ich bitte die Kids sehen. Ich überlebe das nicht. Jetzt hör auf zu flennen. Hör doch endlich auf. Sobald mein Vater das erfährt, sind wir hier raus. Aber wenn sie stirbt, dann kriegen wir lebenslänglich. Ach, Quatsch. Ja, und wenn mein Vater das erfährt, dann dreht er durch. Schwester? Ja. Ihr habt Glück gehabt. Frau Kampe ist über dem Berg. Ja. Ja, dann lasst uns mal wieder hier raus. Hier raus. Ihr kommt noch nicht nach Haus. Ja, die Nacht werdet ihr wohl hier verbringen müssen. Hier? Was? Ja, das habe ich mit euren Eltern so abgesprochen. Mein Vater weiß, dass wir hier sind. Und meine auch. Und meine Mama. Ja, entschuldigt mal, eure Eltern habt ihr genauso terrorisiert. Morgen früh fahren wir zur Frau Kampe in die Klinik und ihr entschuldigt euch. Und keine Tricks. Ich lasse euch nur auf Bewährung raus. Klar? Ja,
Okay, schon gut. Und? Ja, okay, okay. Wollen Sie noch mit reinkommen? Zu Ihnen? Da rein? Ja. Falls Sie mir vorführen wollen, dass Sie einen Freund haben. Das ist mir bereits bekannt. Ja? Haben Sie mir nachspioniert? Gestern Nacht, ja. Also, ersparen Sie mir die Peinlichkeit dieser Begegnung. Ich bin gestraft genug. Herr Meier, Sie sind ja eifersüchtig. Ehrlich gesagt, Sie sind der erste Mann, den ich wirklich gerne mag. Ehrlich? Ehrlich. Und vor allem der erste Kollege, mit dem ich wirklich gut auskomme. Aha. Aha. Also, Sie werden alles viel besser verstehen, wenn wir reingehen. Bitte. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Wenn Sie dann wieder rausgehen, dann müssen Sie alles, was drin war, vergessen und dürfen mit niemandem drüber reden. Also, dann bleibe ich lieber draußen. Nein, 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 jetzt haben Sie mich völlig falsch verstanden. Ich habe Sie völlig richtig verstanden. Nein, ich wollte doch nur sagen... Ich weiß, was Sie sagen wollten. Nein. Doch. Also, es ist so, ich wollte eigentlich nur... Sonja. Hallo. Ihr seid ja schon da. Herr Meier. Hm? Elke hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Wie jetzt? Wer sind Sie? Das ist Sonja, meine Lebensgefährtin. Hallo. Wir sind seit über 8 Jahren zusammen. Da brat mir einer ein Storch. Nein, das vielleicht nicht. Aber möchten Sie vielleicht einen Entenkonfit? Auch schön. Und ein Gläschen Wein? Zur Feier? Sie sind nämlich unser erster Gast. Es wird mir eine Ehre sein. Ja, aber ich muss noch Trude anrufen und ihr... sagen, dass es später wird. Ach, sagen Sie doch, sie soll auch noch vorbeikommen. Halt, halt, stopp, stopp, stopp. Hier. Die könnt ihr ihr geben. Mit einem freundlichen Gesicht. Das ist schon gut. Ja. Ja, bitte. Hallo, Frau Kampe. Ich habe hier ein paar Herren, die möchten Ihnen gerne etwas sagen. Also, es tut uns leid, Frau Kampe. Und wenn wir gewusst hätten, dass sie das so tierisch mitnimmt, dann... Dann hätten wir das alles. Wir hätten das alles nicht gemacht. Und wir wollen auch, dass sie unsere Lehrerin bleiben. Mein Vater kriegt das mit dem Rektor bestimmt klar. Blumen? Ich komme gleich. Ja. Na, bravo. Sehen ja aus wie die reinsten Unschuldslämmer. Hätten Sie gestern mal sehen sollen. In der Zelle bei Herrn Meier. Apropos Meier. Sagen Sie mal, Schwester Hanna, wie haben Sie denn das diesmal wieder hingekriegt? Oh, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Schade. Aber Sie sind ja gestern zur Hochform aufgelaufen. Ich? Mhm. Hochform? Mhm. Wie meinen Sie das? Na, wie Sie Ihrem Direktor gestern Bescheid gegeben haben. Wäre den Anfängen und so alle Achtung. Ja, ja, ich meine, ich habe schon Rückgrat. Mhm. Aber dass Sie mir quasi unterstellen, ich hätte Frau Kampe in den Tod getrieben, also das muss ich entschieden von mir weisen. Ah ja? Und warum haben Sie dann den Blumenstrauß? Ja, der ist für Sie. Herr Wöller.
Sie lügen, wenn Sie den Mund aufmachen. Ja, ich meine, wenn ich gewusst hätte, dass Sie hier sind, hätte ich zwei mitgebracht. Ah ja. Zwei.